Und damit herzlich willkommen zurück beim Coal Mining Simulator. Wir sind immer noch dabei, für das Tutorial den Faceholer zu finanzieren und hatten letztes Mal ein bisschen abgebaut und ich hoffe mal, dass wir dann wieder eine große Ladung Kohle verkaufen können gleich. Ach, 488 Kilo Kohle, das sieht doch schon mal gut aus. So, gucken wir mal, 488 Kohle. Gibt 44.000. Dann nehmen wir den Auftrag. Guck, ich brauche den gar nicht zurücksetzen, der steht jedes Mal ordentlich eingepackt hier. So, mal eben. So, ich muss mal eben was gucken. Einen kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich hatte gerade das Spiel nochmal neu gestartet, weil ich im Hintergrund das vorhergehende Video umwandle und ich vermute mal durch das Rein- und Raustappen sind hier gerade wirklich die FPS völlig zusammengeklappt. Aber jetzt scheint es wieder stabiler zu laufen. Wir gucken mal. Wie gesagt, dürfte zwar für ein fertiges Spiel nicht passieren, aber ein paar Tücken hat es anscheinend. So, ich bin ja echt gespannt, wie gut das andere Teil dann abbaut.
Ein bisschen schade, dass man immer nur ein LKW braucht. Ist natürlich auch so, brauchen sie es natürlich nicht programmieren, wie ein LKW hier drauf fährt und wieder runter fährt. Aber ist schon komisch, dass egal welcher LKW hier steht, ob das 100, 200, 300 Kilo sind, es ist immer ein LKW. Gut, ich nehme das mal so als symbolische Bedeutung, ne? Auch noch interessant, was passiert, wenn man eigene Angestellte hat. Das so funktioniert, wie es funktionieren soll. So, und dann haben wir die 400 Kilo auch schon verkauft. Und jetzt probiere ich mal was aus. Wir lassen den Bagger mal so stehen, wie er ist. Und dann verkaufen wir mal die Kohle und dann eigentlich möchte ich mal in die Stadt und nach dem Benzinkanister gucken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Maschinen nicht betanken kann, aber gut, hier ist alles möglich in dem Spiel. Aber erstmal den Auftrag loswerden. Zweihundertfünfzigtausend, ja super. So, aber der Test muss jetzt erlaubt sein. Ich glaube, am Anfang hatten wir gekauft einen Reservereifen und was war das noch? Reservereifen, eine Werkzeugkiste, ja, genau. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob es im Laden nicht auch Benzinkanister gegeben hat. So, diesmal sehe ich übrigens auch die Kraftstoffanzeige von meinem Auto. Die ist hier rechts neben über der Geschwindigkeit, unter der Geschwindigkeitsanzeige. So, dann biegen wir hier ab, weil hier ist die Tankstelle und dahinter ist auch der Laden. Genau, da ist der und dann gucken wir mal eben. Eieiei. So, okay. Feuerlöscher gab es hier. Werkzeugkisten. Reifen. Alles, was man zurzeit nicht kaufen kann. Premiumöl.
Dynamit. Da gibt's auch. Ja, guck, da gibt's Kanister und ich würde sagen, hier wäre eigentlich dieser Tank, der jetzt aber gerade völlig verbuggt ist. Und hier gibt es noch einen Tankanhänger später. Okay, aber das Tutorial bringt ein, dass man nichts kaufen darf. Interessant. Ups. Sorry. Einfach mal das andere Auto angebumst, ja. Gut, dass das im Moment keiner sieht. So, da vorne haben wir die Mine wieder erreicht und dann, ja, sammeln wir weiter. Na, mittlerweile haben sie aber Kollisionen drin, was? Ja, hier ist die Werkzeugkiste und da ist auch der Reifen. Interessant. Weiß gar nicht, sind so überhaupt Kohleminen und all sowas in Amerika wirklich im Privatbesitz? Trau denen ja alles zu, aber. Zerstöre mehr Brocken. Okay. Noch können wir hier also weiter farmen. Das ist schön. Okay, und wieder zeigt er nicht an, wie voll das Ding ist. Interessant.
Oh, jetzt gucken wir, warten wir einfach mal, dass er irgendwann die Meldung gibt, Stoll muss gesichert werden. LKW voll, sie verschwenden Ressourcen. Danke, dass du es nicht mehr anzeigst. Na, wer weiß, ob das wirklich ein Fehler ist oder ob ich einfach nur... Okay, zerstöre mehr Brocken. So, der Tank ist mittlerweile halb leer. Kilo. Sehr schön. Hier steht jetzt der Prozentsatz noch und jetzt ist er weg. Interessant, und wenn ich hier einsteige... Transportkapazität und weg. Ja, irgendwas ist hier durcheinander gekommen.
Also die Farben sind auf alle Fälle die verschiedenen Kohlearten. So viel habe ich ja mittlerweile rausgekriegt. Habe ich mich auch schon ziemlich weit reingefressen hier, ha? Zerstöre mehr Brocken. Und mittlerweile bin ich anscheinend schon hier angekommen. Egal, solange er sagt, ich kann abbauen, machen wir das. Was war das? Das sah auch ein bisschen seltsam gerade aus, aber egal. Was ist denn jetzt los? Warum treffe ich denn den grünen Bereich hier nicht? So, C verbinden. Und 636 Kilo. Anthrazit kriege ich irgendwie so gut wie gar nicht hin hier, ne? Irgendwas mit 600 Kilo Kohle dabei. Ja, da fehlt natürlich ganz geringfügig was. Komm, verkaufen wir die, dann testen wir jetzt nochmal, wenn ich mehr einlade, ob dann auch wirklich mehr Kohle verschwindet aus dem Lager. Das würde mich nochmal interessieren. Und dann werden wir beim nächsten Mal den Abschluss schaffen, denke ich mal. Also einmal noch unter Tage abbauen und dann werden wir im nächsten Video auch die neue große Maschine haben. Und hier jetzt übrigens wieder genau das gleiche. Also anscheinend, wenn man zu oft rein und raus geht, brechen die FPS ein. Interessant.
Seht ihr auch die Monitor hier flackern? Das sind gerade übelste FPS-Einbrüche bis auf 23 runter. Das ist sehr interessant. Und jetzt rendert aber nichts mehr. Also anscheinend, je länger man spielt, desto problematischer wird es. Aber den Test wollten wir ja noch machen, ne? Okay, das ist gerade echt richtig übel hier. Gut, im schlimmsten Fall spule ich das nachher hier. Okay, jetzt ist alles wieder normal. Interessant. Wer weiß, was da so zwischendurch in dem Spiel hier vor sich geht. Ich befürchte nur, die Folge wird jetzt ein bisschen zu lang. Ja, okay. Dann gibt es halt eben mal eine kleine Überlänge. So, 313. 50 brauchen wir noch. Und wir gucken mal, dass wir so ungefähr 60 einladen. Und dann gucken wir mal jetzt, ob mehr verschwindet oder ob das verschwindet, was wir aufschippen, oder wirklich nur das verschwindet, was im Vertrag steht. So, jetzt haben wir 60 drin. Dann wären es 153, ne? Wenn 60 verschwinden. So, dann gucken wir mal. 10, 20, 30, 40, 50. Ja. Okay, auch wenn wir 60% drin haben, es wird nicht mehr abgebucht, wie gekauft ist. Naja. Also brauche ich da nicht so viel drauf aufpassen. Aber gut zu wissen. Ja, ich denke mal, auch da wird noch ein Patch irgendwann kommen, dass dann genau die Mengen abgezogen werden, die in der Schaufel drin sind.
So, bis 250.000 ist noch ein bisschen und ich würde sagen, an der Stelle bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.